Moin, meine Freunde, und herzlich willkommen zurück zum Supermarkt-Simulator. Was haben wir heute vor? Was wollen wir machen? Wir wollen natürlich ordentlich Kohle auf Tasche bekommen. Bedeutet, wir müssen verkaufen, verkaufen, verkaufen. So, erste Opfer des Tages hat den Laden betreten. Mal gucken, was sie zu meinen tollen Preisen sagt. Ich habe nicht übertrieben, absolut nicht. Hier, schaut euch Somat an. Eigentlicher Marktpreis 18,72 und ich will 25 Euro dafür. Das ist nicht übertrieben. Das sind gesunde Preise, würde ich sagen. So, 4,40 bekommt sie zurück. Jetzt sind nur noch 51 Abkassierungen, die ich machen muss, damit ich den dritten Kassierer einstellen kann. Cool, oder? So, halt, nicht auffüllen. Hört auf damit. Geht weg. Einfach ab, zurück ins Lager mit euch. Beziehungsweise vor die Tür. Abflug. Die komischen Bananenköpfe. Das ist der gar nicht. Ach, die beiden sind schon wieder draußen. Brave Jungs. Ich bin ja schon da. Stress nicht rum mit deinem Hähnchen hier. 49,20. Habe ich richtig gesehen? Habe ich. So, das sind 94, 10. Oh. Ein Palmoliv und ein Messi. Okay. Dann hier 2,60. Bitteschön. So, tschüss. 96, du kriegst 4 zurück. Bitte sehr. So. Du gehst noch da, okay. Du gehst auch noch da. Oh Gott, und schon wieder müde. So, Käse. Alles Käse oder was? Ich hab alles. So, da, okay. Genau, nimm mit. Hat sie jetzt Pizza oder Pommes genommen? Ja, ich komme hier schon. Der Onkel Bens Reis hat er genommen. 30, 40. So. Hallo? Die ist neu. Oder gucke ich jetzt blöd? Das ist doch die Trulle, nur mit einem roten Hemd, oder? Na gut. Macht ihr mal. So, was haben wir hier? Benz Original. Ich bin noch gerade erst von der Kasse weg. Kannst du mich nicht mal ein bisschen Pause machen lassen? Meine Fresse, die gönnen einem aber auch gar nichts, die Knallköpfe. So, 2861 Taler haben wir. Könnte es sein, dass ich Rechnungen wieder vergessen? Jetzt wartest du. Schimmer dein Leben, Freundchen. Warte, Rechnungen hier. Nein. Bank. Auch nichts. Sehr gut. So, einmal hier hin zurück. Du kaufst aber viele Eier, Oma. Also, was hast du vor? Boah. Hier 90, 40 will die wieder haben. Dass es nicht noch größer gab. Ist doch nicht wahr. Wow. Wo ist denn das alles versteckt? Achso, 128,70. Und er hat sogar passend bezahlt. So, und du bekommst 63. Gut, damit kann ich leben. Geht schön. So, 13 für... Oh, Alter. So, 86, 60. Wow. Das hat aber gerade ganz schön gehakt. Habt ihr das gesehen? 21, 90. Ne? So. Wow. Übelst heftig. So, Pizza. Sollen die ja nicht auffüllen? Jetzt warte mal. Echt, jetzt echt. Chill mal dein Leben. Ja, nicht. Okay, warte, stell ich die mal dahin. Geh zur Kasse. Wegen Pablo. Wegen einem
Puderzucker macht mir so einen Stress. So Leute, ihr könnt auffüllen. Seht zu. Ey. Die Sonne ballert aber rein hier. Ich glaube, das ist noch zu früh fürs Licht, oder? Wir machen es erstmal aus. Oh, der hat das teure Somat gekauft. 2,40. Bitteschön. Der mag Kaffee. Das ist ein kleiner Kaffee-Junkie. 20 und tschüss. Gut, jetzt müssen wir doch Licht anmachen. 18 Uhr. Okay, dann muss ich das umstellen auf 18 Uhr. Achso, ich bin gar nicht drin in der Gasse. Das ist gut. Das ist sehr gut. So, die Dinger fehlen. Dann nehmen wir zwei Stück von. Hier, Cineminis. Oh. Die stressen ganz schön rum hier heute. Man kann überhaupt gar nicht gucken, was man bestellen muss, weil die hier ständig einen anrufen. Ja, nicht anrufen, zu sich rufen. So. Selbe nur in grün. So, 64, 50. Nein, 46, 40. 46, 50. Boah, ich habe so viele Zahlendreher ständig drin, das ist doch nie mehr normal. Und der hat sich vorgedrängelt. Das nur, weil der andere schwarz ist. Nicht wahr? Rassismus am Arbeitsplatz. Können wir hier nicht dulden. So, 95, 60. Richtig? Wenn nicht, werden sie es mir gleich erzählen. Guten Tag. Ihr Ausschnitt scheint ein bisschen verrutscht zu sein. Man kann sehr viel sehen, junge Frau. Ich würde da mal ein bisschen zumachen. So, gut, schon wieder. Eieiei. Teure Somat? Ja, dafür komme ich doch gerne zurück an die Kasse. So, 64, 40. Immer noch 46. Junge, was liest du denn da die ganze Zeit? So, 11, 60. Wenigstens das kann ich. Toilettenpapierparty, hä? So. 56, 90. Aber wenigstens das kriege ich hin. Da kommt wieder einer von den Men in Black. So, schön gemacht. 48, 80. So, wir haben es 9 Uhr. Jo, so fast Feierabend, ne? Oder haben wir schon Feierabend? Kommt noch einer? Ja, sehen wir gleich. So, einmal hier. Oh. Spitzen sind immer noch voll. Das ist aber blöd. Das ist sehr blöd. Hallo. So, okay. Ihr macht hier. Ich gehe erstmal rein und gucken, was wir brauchen. Hier. Hähnchen brauchen wir. Davon. Davon. Hiervon. Komm, wir nehmen einmal hier Schokodingsbums. KitKat haben wir da oben noch. Cineminis hab ich schon, ne? Hab ich schon. Einmal Käse, einmal Milka, einmal Haribo und zweimal Ayran. Einmal das. So, was haben wir hier? Pablo geht noch. So, hier, das haben wir. Einmal Toilettenpapier, einmal Somat. Oh, geht aber einiges. Ist noch. Das nehmen wir. Warte mal. So, jetzt haben wir das gut getauscht. Gut, bleibt trotzdem das alles, was ich jetzt eingescannt habe. Das kaufen wir. 785. Achso, können wir gar nicht kaufen, weil der erste Tag beenden muss. Ein Produkt nicht gefunden. Oh Gott, wir hatten einen unzufriedenen Kunden. Ist es denn wahr? Das darf gar nicht sein. Nee, nee. So. Jetzt, kaufen. Und ihr beide macht mal eben Pause, weil ich will verräumen. Ich will das machen. Da kann ich nämlich mal den ein oder anderen Karton noch beiseite packen. Jo, sehr schön. So, dann lass mich mal gucken hier. Jo, hier habt ihr schön aufgeräumt.
Auch gut. Tee. Käse. Milch. Ayran ist aufgefüllt. Ja, Mist. Da war jetzt nicht wirklich viel, außer das vielleicht, aber das hilft mir jetzt auch nicht, oder? Komm, gib mal her hier. Die beiden ballern wir da rein. So, ich würde sagen, den Karton haben wir schon, oder? Machen wir zu, das Ding. Dann stellen wir den mal daneben. Könnte derselbe sein, kann ich aber nicht beschwören. So. Dann Chlorix ist voll. Akle Toilettenpapier ist voll. Ah, Mist, die haben echt schon wieder so viel gemacht hier. Ajax. Ist-Zeug. Ja, gut. Warte mal. So, ich nehme mal hier Milch. So, da sind 9 Stück drin. Mal gucken. Aber so Karton habe ich doch draußen. Das ist nicht das, was ich brauche. Das ist voll, ja. Und hier ist sogar immer noch was drin. Gibt's ja gar nicht. Du kannst es ja nicht fassen. So, das ist, ja, das 2 Stück haben wieder gekauft. Toll. Das ist nicht viel. Hier Eier. Wisst ihr was? Kommt. Füllt selber auf. Ich habe echt keinen Nerv dazu. Ihr habt mir das schon wieder kaputt gemacht, weil ich vergessen habe, auf Pause zu drücken. So, wie schaut's aus? Wie viele Dings haben wir denn gemacht? Genau, Rechnungen. Ich muss ja Rechnungen zahlen. Hier einmal 103, einmal 110. So, es sind noch 26. Bis ich den dritten Kassierer einstellen kann. Hier könnten wir grüner Tee, brauner Zucker, Macaroni, 12er Eier, Wasserflaschen, Auslesekaffee und nochmal Käse. Ach, wer will schon Käse haben? So, 325, noch 6 Mal. 1029? Gut, eingekauft habe ich. Genau. Ja, ihr macht das schon. In der nächsten Folge. Weiß ich, sollen wir in der nächsten Folge. Neue Lizenzen kaufen, damit wir mehr Lebensmittel bekommen. Aber mehr Lebensmittel heißt auch mehr Ausgaben. Und ich möchte ja eigentlich gerne ein bisschen. Geld haben, ne? Damit wir den Laden ausbauen können. Der ist noch viel zu klein. Naja, wir gucken mal. Erstmal. Ach nee. Da geht ja gar nicht. Da brauchen wir ja 10. Was steht da? 10.000 Dollar? Wir haben aber nur Euro. Naja, gut. Gut, ja, wir haben ja hier alles soweit, ne? Hier Butter. Haben wir nicht auf Lager. Handseife nur noch 15 auf Lager. 24, 16, 11. Nur noch 30, ja, ist klar. Oder sind 30 draußen und 135 hier drin? Muss ich mal gucken. Warte, wo war der Joghurt? Ne, 30 sind drin. Das heißt, hier hinten, das ist wirklich Lager. Manchmal kommst du da so ein bisschen durcheinander. Also, ich zumindest. Okay. Das haben wir da. Momentchen mal. Möbel. Möbel. Lass uns doch mal einen normalen Kühlschrank kaufen. Hier so einen großen. Genau. So. Dann haben wir den einmal. Lass ich mal kurz raus hier. Achso. Ich muss ihn ja auch holen, den Kühlschrank. Sonst wird das nichts. So, sehr schön. Einmal nach da und... Okay. Den Kühlschrank mal eben beiseite. Und du kommst direkt da dran. Oh, den habe ich aber weit nach hinten geschoben. Kann das sein? Was ist das denn so? Stimmt nicht mit dir. Oder mit mir. Was stimmt nicht mit mir?
War hier die Butter drinne? Guck mal. War hier Butter drinne? Ja, Hase. Bitte nicht auffüllen. So, ich muss das alles mal sperren. Damit, falls es zum Auffüllen geht, die es nicht tun. So. Jetzt hätten wir. Nächste. Sehr schön. So. Das müsste aber auch reichen, oder? Da unten auch noch was? Nö, ne? Sehr gut. Okay, 3 Fächer Butter. Und hier ist wirklich nichts mehr drin. Okay, gut. Dann kommt der Karton wieder nach draußen. Den. Wo stelle ich den denn mal hin? Soll ich den hier so hinstellen? Hör doch mal auf damit. Das ist nicht lustig. Das ist nicht gut. Was? Ich stelle ihn hier an die Tür. An der Tür ist sowieso kein Mensch. So, dann gib mal hier ein bisschen Cola. Pepsi. Gut. Wieder weg mit dir. Richtige Cola. Leer? Okay. Neu. Das ist neu für mich. So, dann. Cola, hier, da kommt die Spritte. Machen wir hier mal die Spritte hin. Oh, auch leer? Okay. Wo willst du hin? Ja gut, wenn es sein muss. So, und jetzt ist Feierabend hier mit aufstocken. Wenn, dann mache ich das jetzt. Blöden Arschgeigen. So, hier, komm, wir nehmen mal Wasser. Das Ballern war da unten dann noch rein. 3 Stück. Au. Oh. Ist aber viel. Dann nehme ich hier den nächsten noch. Dann können wir dann gleich, gut. Und tschüss, zurück. Noch irgendetwas, was wir da reinballern können? O-Saft, A-Saft. Das kommt da nicht rein. So, die Pizzen. Sonst haben wir keine Getränke mehr, ne? Nö. Gut. Supi, Freunde, dann würde ich mich sehr gerne bei euch verabschieden. Immer noch nicht. Okay. In der nächsten Folge machen wir dann hier weiter. Entweder bauen wir den Laden aus. Was kostet das nächste? Ist das einer? 11.000? Okay, da sind wir doch ganz weit von entfernt. Sehr weit. Gut, ja, dann erstmal die nächste Lizenz und so, ne? Und weiter verkaufen. Das war's dann, meine Freunde. Ich wünsche euch was. Genießt alles, was ihr habt. Wenn es euch gefallen hat, vergesst den Daumen nach oben nicht. Kommentieren und abonnieren, damit ihr nichts weiterhin verpasst. Und dann bis zur nächsten Folge. Und tschö.